Einen wunderschönen 18. Dezember und herzlich willkommen zum Data Governance Adventkalender. Den Datenkatalog haben wir schon öfter erwähnt in der Säule der Technologien, aber heute geht es darum, wie Azure Purview den Datenkatalog aufbaut. Welche Technologien und welche Komponenten sind notwendig, um Verbindungen auf die Vorsysteme herzustellen, die Strukturen zu erfassen, die Klassifikation der Daten durchzuführen und auch geschäftsrelevante Definitionen zu verwalten. Wie baut Azure Purview dann aus den einzelnen Teilen eine zusammenhängende Datenlandkarte? Für diese Fragen haben wir drei kurze Videos vorbereitet, um die zentralen Teile von Azure Purview vorzustellen. Und in diesem Sinne viel Spaß damit.